Sie wollen also Probleme mit AfD-Parteiprogramm lösen, welche Sie durch 16 Jahre CDU-Merkel-Politik selbst überhaupt erst verursacht haben. Da kann der Bürger doch gleich das Original wählen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, Ihre Klimareligion und der darauf folgenden politisch erzwungenen Energiewende der sogenannten großen Transformation getragen, haben wir heute gehört von CDU, SPD, Grünen und FDP, haben wir die höchsten Strompreise der Welt und unbezahlbare Energiepreise zu verdanken. Das wollen wir zuerst einmal festhalten in dieser Debatte. Massenabwanderung von Schlüsselindustrien sind in vollem Gang, ob BASF, Daimler, Bosch, tausende Entlassungen stehen vor der Tür. Insolvenzen, ein ungeahnter Abstieg unserer einst stolzen Wirtschaftsnation. Zahlreiche Studien belegen die dramatischen Folgen der Energiepolitik der etablierten Parteien, zuletzt das Deutsche Institut für Wirtschaft mit einer Studie, die aufgrund der extrem hohen Energiepreise bis 2045 mit einem Wegfall von 1,3 Millionen Arbeitsplätzen und 120 Milliarden Rückgang in der Wirtschaftsleistung rechnet. Und das ist alles noch konservativ gerechnet. Wie die Bundesbank ebenso bestätigt, schrumpft unsere Volkswirtschaft 2023. Unsere europäischen Nachbarn wachsen hingegen. Die Rezession ist längst eingeläutet. Um ein wirtschaftliches Inferno abzuwenden, braucht es jetzt eine Regierung, die den Hebel entschieden umlegt, die sich der Rettung der heimischen Industrie, bezahlbare Energiepreise und Arbeitsplätze verschreibt, statt die Wirtschaft mit Klimairrsinn und hoher Steuerlast an die Wand zu fahren. Wir müssen als Baden-Württemberg und Deutschland zur Weltspitze gehören. Das muss unser Anspruch sein. Und nichts davon, das will ich betonen, ist von der CDU heute hier in ihrer Debatte zu hören. Wie will die CDU die Wirtschaft retten, statt aus ihren Fehlern zu lernen und sich bei den Bürgern zu entschuldigen für ihre Energiewende? Geben Sie nochmal richtig Gas im Bereich Steuergeldverschwendung und wollen dem Bürger heute einen Bären aufbinden. Die Energiewende sei nur wegen der fehlenden Wasserstoffförderung gescheitert. Das ist so ein bisschen Ihr Mythos, den Sie hier aufbauen. Sie wollen diesen verbreiten. Sie wollen eine unwirtschaftliche Technologie, nämlich das E-Auto, mit einer noch unwirtschaftlicheren Technologie, Wasserstoff- und Brennstoffzelle, ersetzen und das als zukunftsweisend darstellen. Nein, meine Damen und Herren, so einen dicken Bären lassen sich die Bürger nicht wieder aufbinden. 16 Jahre Merkel und die höchsten Energiepreise der Welt bleiben Ihnen beim Blick auf die Zapfsäule oder die Stromrechnung immer wieder in Erinnerung. Klar ist, mit Wasserstoff wird es keinen Turbo für die Wirtschaft geben, wie Sie es im Titel behaupten, sondern Sie legen mit diesem Irrweg lediglich den von Merkel eingeleiteten und von der Ampel fortgesetzten Turbo für die Verdoppelung der Energiepreise und den Turbo für die Deindustrialisierung Deutschlands ein. Und jetzt, jeder, der den Realitätscheck bei der Wasserstoffbrennstoffzelle durchführt, der kann nur zu diesem Schluss kommen. Wasserstoff hat zwar eine hohe Energiedichte und durchaus viele interessante Eigenschaften, aber entscheidend bleibt der Verlust an Energie von der Produktion zum Transport bis hin zur Nutzung beim Endverbraucher oder der Industrie. Das ist entscheidend. Und diese Bilanz ist desaströs, weshalb die Technologie sogar noch unwirtschaftlich ist als das E-Auto. Demnach Habecks Haushaltsdesaster jetzt das Förderaus vor der Tür steht. Wir werden übrigens auch beim E-Auto feststellen, dass die Zulassungszahlen der E-Fahrzeuge ohne Subventionen stark zurückgehen werden die nächsten Jahre, wenn das E-Auto nicht sogar größtenteils ganz vom Markt verschwinden wird. Die Fakten, und da hören Sie genau zu, weil das habe ich bei der CDU vermisst, bei der Wasserstoffgewinnung durch Elektrolyse aus Ökostrom büßt man mindestens schon 40% Wirkungsgrad ein. Die anschließende Aufbereitung und Bereitstellung für den Transport bedeutet eine Hochkomprimierung auf 230 bis 250 Bar, 12% Verlust. Wollen Sie große Mengen transportieren, könnte man den Wasserstoff verflüssigen. Das würde einen Verlust von 40% bedeuten. Beim Transport verliert man dann weitere 5%. An der Tankstelle muss der Wasserstoff vorkonditioniert werden auf 1000 Bar und gleichzeitig abgekühlt werden auf minus 40 Grad. Da verliert man nochmal 30% der eingesetzten Energie. Und letztendlich bei der Nutzung gibt es auch noch einen Verlust bis zu 55%. Die Bilanz ist wirklich erschreckend und traurig, mit im Endergebnis 15 bis 18% Wirkungsgrad. Wollen Sie wirklich sagen, dass das jetzt die Rettung Baden-Württemberg ist? Das glauben Sie doch selber nicht mal. Zum Vergleich, das Batterieauto
das ja auch schon extrem teuer und unwirtschaftlich ist, das hat sogar einen Wirkungsgrad von 60%. Es ist dann wirklich traurig, dass sie das hier als Erfolg verkaufen, diese Wasserstoffstrategie. Aber nicht nur das Tanken wird sehr teuer, hinzu kommt die Frage der Anschaffung. Wer soll sich das eigentlich außer den Herren CDU-Abgeordnete und den Damen überhaupt leisten können, dieses Auto für 80.000 Euro? Wer soll sich das leisten? Ein Großteil der Bevölkerung wird solche Autos nicht bezahlen können. Diese Wasserstoffstrategie, das ist ein reines bürgerfeindliches Elitenprojekt. Nichts anderes ist das. Aber auch in der Praxis sind Wasserstoffautos unfassbar problematisch. Man soll alle 10.000 Kilometer zur Werkstatt und inspizieren, da bereits bei kleinen Lecks Explosionsgefahr droht. Da können Sie gerne mal mit den Professoren sprechen, die werden Ihnen das genauso erzählen. Und da der Wasserstoffbedarf nicht aus eigener Kraft gedeckt werden kann, das haben Sie ja heute zugegeben, plant die Bundesregierung im Jahr 2030 rund 2/3 grünen Wasserstoff zu importieren. Das ist an sich unrealistisch und selbst wenn das ginge, bedeutet das für die Energieversorgung, dem Rückgrat unserer Volkswirtschaft, eine fast vollständige Abhängigkeit vom Ausland und eine maximale Erpressbarkeit. Für eine Regierung, die deutsche Interessen vertritt, eigentlich ein absolutes Ausschlusskriterium, für Sie aber offensichtlich nicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Dr. Schütte. Nein, ich werde ja dauernd unterbrochen. Er hat heute Geburtstag. Also nein, grüner Wasserstoff wird es nicht in ausreichenden Mengen geben, das weiß jeder. Deswegen machen Sie sich doch ehrlich. Letztendlich werden Sie ohnehin, und das hat der Kollege von der FDP schon ein bisschen angesprochen, auf blauen Wasserstoff zurückgreifen. Genau das werden Sie tun, der mit Hilfe von Erdgas erzeugt wird. Die von Ihnen angebetete niedrige CO2-Bilanz und Klimabilanz ist hier überhaupt nicht gegeben. Der blaue Wasserstoff ist aus Sicht der Klimareligion des Ausstoßes von CO2 und Methan sogar noch viel problematischer als Gas und Kohle. Das heißt, selbst wenn man an den menschengemachten Klimawandel glaubt, ist das Setzen auf Wasserstoff neben der extremen Unwirtschaftlichkeit absoluter Unsinn und bringt uns kein Jota weiter. Aber ich prophezei in meiner Glaskugel, sobald die AfD auch in Baden-Württemberg die stärkste Kraft wird, wir haben ja gerade ein Allzeithoch mit 23%, und sobald wir die 30% geknackt haben, kommt wie bei der Migrationspolitik von der CDU eine 180-Grad-Wende, da bin ich mir sicher, in der Energiepolitik. Man wird erklären, man sei jetzt bereit, die Probleme anders anzugehen. Man wird dann AfD-Lösungen kopieren oder als eigene Lösungsansätze verkaufen, wie bei der Migrationspolitik. Sie wollen also Probleme mit AfD-Parteiprogramm lösen, welche Sie durch 16 Jahre CDU-Merkel-Politik selbst überhaupt erst verursacht haben, da kann der Bürger doch gleich das Original wählen. Verantwortungsvolle Politik hätte diese Energiewende niemals mitgetragen. Man kann und soll gerne in Forschung investieren, auch bei Wasserstoff, auch bei erneuerbaren Energien allgemein. Wer aber die wirtschaftlichen Grundlagen einer Nation abschafft und auf das Prinzip Hoffnung setzt, der Durchbruch bei den Speichertechnologien, der kommt schon noch. Der Durchbruch bei der Wasserstofftechnologie, der kommt schon noch. Wer auf das Prinzip Hoffnung setzt, statt die heimische Industrie zu schützen, der versündigt sich an der Zukunft unseres Landes. Und ich möchte, das passt heute sehr gut, weil Sie immer wieder das gleiche Mantra haben, ich möchte schließen mit dem bekannten Zitat von Albert Einstein, das wunderbar hierzu passt, zu ihrer Resistenz gegenüber naturwissenschaftlichen Fakten im Bereich der Energiepolitik. Die Definition des Wahnsinns ist, immer wieder das Gleiche zu tun und trotzdem andere Ergebnisse zu erwarten. Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, man hat es ja jetzt gehört, die Frau Walker hat es ja auch zugegeben, man sitzt in einem Boot bis auf die AfD, wir machen natürlich nicht mit bei Dingen, die, wenn man einmal rational nachdenkt und alles nachprüft und die Fakten genau prüft, da sind sie nämlich nicht drauf eingegangen, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass grüner Wasserstoff absoluter Unsinn ist, vor allem für die Industrie, das ist wirklich Wahnsinn, was Sie hier glauben, was funktionieren könnte. Also, das ist auch bezeichnend und entlarvend, dass sie, wenn die AfD spricht, niemals auf die Argumente eingehen, auf die Fakten, weil sie keine Argumente dagegen habe. Das ist die Wahrheit. Ja? Es tut weh, aber es ist die Wahrheit. Applaus
Wir hören allgemeine Träumereien vom Kollegen Mack. Wir werden alles auf Wasserstoff umstellen. Und wie ist die Realität? Die Investitionen sind zu Milliarden nicht mehr nach Deutschland. Die kommen nicht zu uns. Weil, eben gerade weil Sie so verrückte Strategien wie diese Wasserstoffstrategie machen. Sie machen unseren Standort immer unattraktiver für Unternehmen. Deswegen ist es der größte Schwachsinn, muss ich mal ganz klar so sagen, diesen Wasserstoff hier anzupreisen als die neue Technologie 2.0. Das gibt es schon seit 60 Jahren. Kommen Sie nicht mit solchen alten Kamellen. Und was auch entlarvend ist, statt auf mehr Marktwirtschaft zu setzen, kommt die CDU mit Planwirtschaft. Das hat der Kollege ganz am Anfang gesagt, man will jetzt auch den Wasserstoff reinnehmen ins EEG, einen schönen hohen Preis bezahlen, schön durch Steuergelder subventioniert, weil sie genau wissen, marktwirtschaftlich setzt sich das, was sie hier erzählen, niemals durch. Was wir brauchen, damit wir wirklich zu günstigen Energiepreisen kommen, das habe ich schon sehr oft gesagt, aber anders geht es nun mal nicht, das ist Gas, das ist Kohle, das ist Atomkraft. Das funktioniert, das würde die Investitionen nach Deutschland und Baden-Württemberg zurückbringen. Aber solange Sie diese Transformation, die Energiewende machen, deindustrialisieren Sie unser Land. Das kann man in allen relevanten Zahlen feststellen. Da können Sie jetzt sich ärgern, aber es ist nun mal die Wahrheit. Und mit jedem Unternehmer, den Sie nicht in der Öffentlichkeit sprechen, der wird genau das bestätigen, was ich gerade hier sage. Sie wollen es aber einfach nicht hören. Und deswegen wird es dann halt die AfD richten, wenn wir dann die Hälfte des Parlaments hier ausmachen. Danke. Ja.